Sehen. Wir machen heute eine Fortsetzung. Ja. Wir machen heute eine Fortsetzung von dem, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das letzte Mal haben wir angefangen, das Thema zu besprechen, wie ethisch ist das jüdische Recht, beziehungsweise wie geht das eine mit dem anderen zusammen, der göttliche Wille, der das eine von uns verlangt, auf der einen Seite, also unsere Pflichten, die wir haben, und an der anderen Seite die Grundrechte, die wir besitzen, die wir als Menschen besitzen. Das haben wir beim letzten Mal angefangen zu besprechen. Wir haben auch kurz zusammenfassend erwähnt, dass es zwei verschiedene Kategorien von Gesetzen gibt. Es gibt Gesetze, die wir Mishpatim nennen. Mishpatim, das sind die Gesetze, die rational nachvollziehbar sind. Und dann gibt es die Gesetze, die wir Chukim nennen. Das sind die Gesetze, die nicht nachvollziehbar sind. Und wir haben auch gesagt, dass das Nachvollziehen von Gesetzen und das Verstehen von den Gesetzen ist eine grundlegende Sache in der Tora. Das heißt, es wird von uns nicht verlangt, alles zu machen und an alles blind zu glauben, sondern es wird von uns verlangt, zu machen, aber auch zu verstehen, warum die Sachen machen. Wir haben das letzte Mal gesagt, dass selbst die Mishpatim, also die rationalen Gesetze, sich in zwei Kategorien aufteilen. Die eine Kategorie ist die Kategorie der Gesetze, die wir von vornherein nachvollziehen können, die wir von alleine verstehen können, so wie Mord und Diebstahl und ähnliches. Und dann gibt es Gesetze, die wir erklärt bekommen müssen. Aber nachdem wir sie erklärt bekommen, verstehen wir sie. Dann sind die Mishpatim. Und dann haben wir gesagt, gibt es die Gruppe der Chukim, die wir auch, wenn wir sie erklärt bekommen, nicht wirklich bis zum Schluss verstehen können. Und wir haben gesagt, dass es gut sein kann, dass die Chukim wirklich einzelne Gesetze sind, die man mit den Fingern abzählen kann und die meisten Gesetze nicht Mishpatim sind, also nachvollziehbar sind und verständlich sind, aber es einen tieferen Studiumsbedarf, um diese zu verstehen. Ja, und was in den Bereich der Mishpatim kommt, ist das, was im Grunde als rational und ethisch auch gewertet werden kann. Und wir haben auch gesagt, dass der Mensch das volle Recht hat, die Ethik und das Rationale in den Gesetzen zu suchen. Das haben wir das letzte Mal gesagt. Und auch haben wir gesagt, wir haben die Schrift gebracht und die Geschichte mit Pinchas und dem Friedensbund, dass Pinchas einerseits ein Eiferer für Gott war und versucht hat, dann Gottes zerbrochene Ehre zu rächen. Einerseits, aber andererseits die Tora ihm Frieden, ein Bund des Friedens gibt, um zu zeigen, dass seine Handlung eine gute Handlung war. Ja, das ist einerseits mordet er und bringt zwei Menschen um, und andererseits aber wird er von der Tora dafür belohnt. Und eigentlich an dieser Stelle sind wir stehen geblieben. Und vor heute wollten wir noch mal tiefer in die Pinchas-Geschichte eingehen, weil meines Erachtens ist die Pinchas-Geschichte ein Schlüssel zu einem besseren Verständnis der Beziehung zwischen Ethik und Rationalität und dem göttlichen Willen. Ja, diese Geschichte bringt das hervor. Und dann wollte ich auch die Frage, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, warum in der Pinchas-Geschichte das Wort Shalom, das Wort für Frieden, wie richtig eine Teilnehmerin bemerkt hat, das Wort Shalom, das Vav, der Buchstabe Vav, ein Bruch in der Mitte hat, sodass es aussieht, als wäre der Frieden nicht wirklich ganz vollkommen. Und wir haben das letzte Mal schon eine Erklärung gegeben, dass der Frieden tatsächlich ein vollkommener Frieden ist. Ganz im Gegenteil, das Wort Shalom, was der Hebräisch kann das nachvollziehen, wird geschrieben Shin Lamed Vav Mem. Und wenn man den Buchstaben Vav herausnimmt, kommt das Wort Shalem, was vollkommen bedeutet, heraus. Und die Tora möchte uns damit lehren, dass die Absichten von Pinchas vollkommene Absichten waren. Obwohl er einen Menschen, zwei Menschen umgebracht hat, waren seine Absichten vollkommen. Und das war eine Erklärung. Die andere Erklärung, die wir gesagt haben, war, dass eventuell dieses Shalom in diesem Moment der Tora
noch doch eine Art unvollkommener Friede war. Also Gott hat ihm einen unvollkommenen Bundesfried gegeben, was diese Erklärung ist, eigentlich mal genau das Gegenteil von dem, was ich davor gesagt habe. Und dieser Frieden kam zu seiner Vollendung erst zu einer späteren Begebenheit, die ich heute erzählen möchte, weil wir das letzte Mal keine Zeit mehr hatten, das näher zu erläutern. Es gibt nämlich eine andere Geschichte von Pinchas, und die trifft man im Nach, also in den Büchern der Propheten, nämlich im Buch der Nevi'im, im Buch Josua, Kapitel 22. Ja, also, wer möchte, kann sich zur Hand nehmen, das Buch Josua aus den Prophetenbüchern, Kapitel 22. Dort handelt es von einer Begebenheit in der jüdischen Geschichte, nachdem die Juden sich schon in Israel niedergelassen haben und das Land eingenommen haben, erzählt das Buch Josua, dass der Stamm Gad und Ruben, also die Stämme Gad und Ruben und der halbe Stamm von Menasche zu Josua gekommen sind und gesagt haben, Josua, wir Ruben, wir Gad, wir der halbe Stamm Menasche haben wie versprochen mit dem jüdischen Volk gekämpft, um das Land Israel einzunehmen. Aber Moses hat uns doch versprochen, bevor wir nach dem Land Israel eingingen, dass wir das Recht bekommen werden, außerhalb des Landes Israel zu leben und Ländereien zu haben in einem sogenannten Ort, das heißt Ever Hayarden. Ever Hayarden, das ist jenseits des Jordan. Also auf der anderen Seite des Jordan hatte der Stamm Gad und Ruben und Menasche ein Recht auf Leben. Ja? Das heißt, sie haben nicht in Israel gelebt, sondern sie haben nach dem Krieg sind sie zurückgegangen in diese Orte, die jenseits des Jordan waren, und haben dort gelebt. Moses hat es ihnen versprochen, unter der Bedingung, dass sie beim Kampf mitmachen werden. Sie haben mitgemacht und durften jetzt diese Ortschaften wieder einnehmen. Jetzt gab es aber ein Problem. Nachdem Ruben, Gad und der halbe Stamm von Menasche da in ihre Ortschaften gegangen sind, jenseits des Jordan, waren sie durch den Jordan abgetrennt vom Lande Israel. Und das Problem war, dass sie keinen direkten Zugang hatten zu dem Stiftzelt. Das Stiftzelt haben ja die Juden mitgebracht nach Israel. Das Stiftzelt war doch ein Vorläufer des Tempels zu Jerusalem. Und im Stiftzelt haben Juden Opfer gebracht zum Ewigen. Und auf einmal hat Jeschua gehört, dass Ruben und Gad und Menasche sich eine Statue aufgestellt haben, dort jenseits Jordan. Und sie haben waren der Meinung, dass wahrscheinlich, weil diese drei Stämme weit von dem Stiftzelt sind, haben sie nicht wirklich was mit unserer Religion zu tun, sondern haben eine nicht-jüdische Religion angenommen, sind Götzendiener geworden. Daraufhin hat Josua bin Nun eine Delegation geschickt, bestehend aus Pinchas als Anführer der Delegation mit noch anderen Fürsten. Und Pinchas ist gekommen und hat mit den Menschen von Ruben und Gad und dem halben Stamm Menasche geredet. Er hat investigiert. Er hat geschaut, stimmt es wirklich, dass da diese Juden ein Götzen aufgestellt haben oder haben sie das nicht getan? Das wollte er herausfinden. Und Pinchas ist gekommen und hat gefragt, was soll diese Statue, die ihr da in euren Ländereien aufgestellt habt? Haben die Leute von Ruben und Gad und Menasche geantwortet, mein lieber Pinchas, bitte übergib Josua, Gott behüte, dass wir irgendeine Figur aufstellen wollten, um ihr zu dienen. Diese Figur ist eine Art Statue, die uns im Gegenteil daran erinnern soll, dass wir nicht hierher gehören, sondern zum Land Israel. Aber weil wir kein Stiftzelt haben,
Wir haben keinen Ort, wo wir ständig hingehen können, um unseren Dienst zu verrichten. Wir haben keinen Ort, wo wir unsere Opfer darbringen können. Ist das eine Erinnerung? Also es hat nichts mit Götzendienst zu tun, sondern einfach nur eine Erinnerung. Petrus hat gesagt, eine gute Idee, und das werde ich Jeschua überbringen. Und natürlich, Gott sei Dank, gab es keine Streitereien und keinen Bürgerkrieg im jüdischen Volk. Fragt der Kommentator Maharal zu der Mishnah. Ja, die Mishnah im Pirkei Avot sagt Folgendes. Das gelobt sei derjenige, der schwer zu erzürnen ist und der leicht zu besänftigen ist. Gelobt sei derjenige, der schwer zu erzürnen ist, also es dauert lange, bis es sauer wird, aber leicht zu besänftigen ist. Von wem redet die Mishnah? Die Mishnah redet von Pinchas. Woher wissen wir das? Wir wissen aus dieser Geschichte. Wenn man die Geschichte der Tora anschaut von Pinchas, er wird das Eindruck erweckt, als sei Pinchas jemand, der schnell aufregt. Ah, man hat gegen Gott gehandelt, also muss man Gott rächen. So wird der Eindruck erweckt. Ja? Aber wenn wir die Geschichte später anschauen, in der Mühle der Propheten, sehen wir Pinchas als ruhigen und gelassenen Mann, der zuerst zu diesem Stamm geht und nachfragt, was ist da passiert? Was ist diese Figur? Was ist diese Statue? Er nimmt nicht sein Speer und sagt, ha, ihr Götzendiener, sondern er fragt nach, er investigiert, er prüft. Sagt der Maharal, daraus sehen wir, dass Pinchas in der Geschichte, in der Tora, nicht aus Zorn oder aus übertriebenen Eifer und unkontrollierbaren anderen Gefühlen gehandelt hat, sondern es war eine durchdachte Handlung. Genauso wie das durchdacht war in der Geschichte der Propheten, wo er durchdacht gekommen ist und nachgefragt hat, auch das war durchdacht. Und das ist der Grund, warum das Shalom mit einem Bach steht, weil mit einem abgetrennten Bach. Weil wenn man die Geschichte der Tora anschaut, können einem Zweifel aufkommen. Vielleicht war das doch nicht so ganz bedacht, was er gemacht hat, sondern es war eine Handlung aus Eifer heraus. Aber wenn man die Geschichte später anschaut, stellt man fest, dass er war ein bedachter Mensch, der durch Nachdenken gehandelt hat und nicht einfach aus Zorn. Ja, das ist eine mögliche Erklärung für das abgetrennte Bach. Aber wir haben immer noch nicht geklärt, auch wenn sagen wir, Pinchas da bedacht, hat nachgedacht und so weiter, wie kann das Gefallen in Gottes Augen bekommen, dass jemand aufsteht und die Ehre Gottes rächt. Ich möchte mir, um die Frage, sage ich mal, zu verstärken, möchte ich fragen, ganz provokativ. Sage ich mal so. Provokativ ist das richtige Wort. Ich möchte ganz provokativ fragen, was ist der Unterschied zwischen Pinchas und den Attentätern von Paris? Ja, wenn wir das oberflächlich betrachten, sehen wir hier, dass zwei Menschen Gottes Gesetz brechen, Gott in der Öffentlichkeit beschämen, und wir sehen einen Eiferer, der aufsteht und diese beiden Menschen vor den Augen der gesamten Gemeinde umbringt. Richtig. Was ist der Unterschied zwischen dem und zwischen, wie aus der Sicht des Islam, Menschen, die sich über die Religion, über Allah, über Mohammed lustig machen und dann dafür von Eiferern bestraft werden? Was ist der Unterschied? Ja? Ich glaube, das ist eine provokative, aber gleichzeitig eine legitime Frage, die wir zu klären haben. Ja, wenn man diese Stelle in der Tora nachvollziehen lässt, man möchte verstehen, wann sind die Grenzen der Toleranz? Wann sind die Grenzen, wo man ja für Gott eifern soll? Und von dem, was in Paris passiert ist, und wie steht das Judentum dazu, glaube ich, dass die Pinchas-Geschichte ein guter Ansatzpunkt ist, hier einzugreifen. Ich glaube, dass die Pinchas-Geschichte nur dann wirklich verständlich ist, wenn man sich anschaut, was die Weisen
was unser Talmud dazu bemerkt. Ich möchte Folgendes zitieren, das steht im Talmud, und das ist eigentlich nachgewiesen anhand der Verse, dass die Pinchas-Geschichte eine ganz besondere Ausnahme war. Ich erläutere. Der Talmud bemerkt, dass Pinchas in das Zelt hineinging und beim Geschlechtsakt die beiden, also die Midianiterin und Zimri, den Fürst, durchstach. Fragt der Talmud, warum hat Pinchas das unbedingt beim Geschlechtsakt gemacht? Warum hat Pinchas nicht gewartet? Warum hat Pinchas nicht ihn verurteilt? Wäre doch vielleicht besser gewesen, er hat eine große Sünde begangen, dieser Mensch, ihn vor Gericht zu bringen, es fair zu machen. Warum musste es unbedingt zum Zeitpunkt des Geschlechtsakts passieren? So fragt der Talmud. Der Talmud bemerkt zusätzlich eine interessante Sache. Der Talmud sagt, was würde passieren, wenn dieser Zimri, das war der Name des Mannes, der hier mit der Midianiterin ein Verhältnis hatte, was würde passieren, wenn Zimri sich umdrehen würde und Pinchas sozusagen umbringen würde? Ja, was würde passieren, wenn Zimri sein eigenes Leben retten wollen würde? Und was dürfte er das machen oder nicht? Ist es so wie seine eigene Lebensrettung, was nach der Halacha erlaubt ist, dass wenn jemand einen Menschen umbringen möchte, erlaubt die Halacha die Notwehr? Also ist es Notwehr und ist das Mord, was Zimri machen würde, wenn er sich umdrehen würde und Pinchas erschlagen würde, also sich sozusagen retten würde? Das fragt der Talmud. Der Talmud sagt, das wäre Notwehr. Ja, also wenn Zimri sich umdrehen würde, wäre das Notwehr. Wenn das der Fall ist, dass das Notwehr wäre, dann sagt der Talmud eine andere Sache. Wir wissen, dass es ein Gesetz gibt, dass wenn das oberste Gericht von Jerusalem jemanden zum Tode verurteilt hat und dieser jemand wird gerade oder steht gerade vor seiner Exekution, darf er den Henker, der vom Gericht das Urteil vollstrecken muss, darf er nicht umbringen. Das zählt nicht als Notwehr. Also wenn dem so ist, dann sehen wir doch daraus, dass die Pinchas-Geschichte, dass Pinchas nicht wie jemand betrachtet wird, der durch ein Gerichtsurteil legitimiert war, den Zimri umzubringen. Denn wenn das der Fall wäre, wenn es eine Legitimation, eine gerichtliche Legitimation gewesen wäre, oder zumindest wie eine gerichtliche Legitimation gewesen wäre, dann dürfte der Zimri sich nicht umdrehen und Notwehr tun. Denn Notwehr in einer verdienten Todesstrafe ist nicht zulässig nach dem jüdischen Gesetz. Also sehen wir daraus eine interessante Sache. Wir sehen, dass Pinchas auf eine halachische Art und Weise nicht legitimiert war, Zimri umzubringen. Also wenn er nicht legitimiert war, dann warum hat er es getan? Oder beziehungsweise, was hat ihn ja legitimiert, das zu tun? Definitiv nicht das Gesetz, dass er eine Art Gesandter vom Gericht ist. Wäre ein Gesandter vom Gericht, dann dürfte Zimri nicht umbringen, dürfte ihn nicht umbringen. Und der Talmud sagt, er dürfte ihn umbringen. Diese Frage müssen wir klären. Ja? Das heißt, wir sehen hier, dass eine interessante Merkung des Talmud, dass Pinchas eigentlich nicht gänzlich legitimiert war, den Zimri umzubringen, beziehungsweise, wenn er das war, war er das aus einer anderen Quelle heraus. Nicht wie ein gewöhnlicher Vollstrecker der Todesstrafe, sondern aus einem anderen Gesetz. Das ist die erste Sache, die wir zu klären haben. Die zweite Sache, die wir zu klären haben, ist der Talmud, was würde passieren, wenn Pinchas nicht Zimri beim Akt selber erwischt hätte, sondern eine Minute danach. Hätte ihn umbringen dürfen oder nicht? Sagt der Talmud, wenn Pinchas das getan hätte, wäre Pinchas ein Mörder. Ein Mörder. Kann ich das vorstellen? Hier wird ihm der Friedensbund gegeben dafür, dass er zum Zeitpunkt des Geschlechtsaktes gehandelt hat. Eine Minute später wäre er schon ein Mörder gewesen. Was sagt hier der Talmud?
Das müssen wir erklären. Das Pinchas ist nicht legitimiert. Umzubringen, beziehungsweise ist legitimiert, aber wir wissen nicht, aus welcher Quelle heraus. Und zweitens, was ist es mit dem Geschlechtsakt an sich? Warum unbedingt im Geschlecht? Sagt der Kommentator Rav Shlomo Kluger. Rav Shlomo Kluger war ein Gelehrter in Galizien in Polen und hat sich mit diesem Talmud, dieser Talmud-Aussage beschäftigt. Und er sagt folgenden innovativen Gedanken. Es gibt zwei Arten der Todesstrafen nach jüdischem Recht. Eine Todesstrafe ist die sogenannte Mita Bidei Adam. Die Todesstrafe durch die Hand der Menschen. Ja, ganz klar, das oberste Gericht von Jerusalem war autorisiert, Todesstrafen zu verhängen. Wir haben schon in einem unserer Schulen erwähnt, dass trotz allem das Gericht mit allen Kräften versucht hat, Todesstrafen zu umgehen und den Menschen nicht zu verurteilen und höchstens einmal in 70 Jahren jemanden verurteilt hat. Aber in der Theorie zumindest hatten sie dieses Recht. Und wenn sie das Recht dann geübt haben, war das eine sogenannte Mita Bidei Adam, eine Todesstrafe durch die Hand des Menschen. Dann gibt es eine andere Art von Todesstrafe, die Mita Bidei Shamayim, die Todesstrafe vom Himmel heraus. Das heißt, dass es gab kein gerichtliches Urteil, es ist nicht durch Menschen verurteilt worden, sondern es ist eine Art göttliche Bestrafung. Ja? Gott hat entschieden, dass der Mensch ein gewisses Vergehen getan hat und nur Gott weiß, welches Vergehen es war und nur Gott entscheidet im Endeffekt, diesen Menschen davon zu tun. Das ist Mita Bidei Shamayim. Also, der Talmud, im Zitat von Hebräen, was ist der Unterschied zwischen Mita Bidei Adam und Mita Bidei Shamayim? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Todesstrafen? Sagt der Talmud, der Unterschied ist die Rückkehr, die Tshuva. Die Rückkehr. In einem Fall von Mita Bidei Adam, in einem Fall von der Todesstrafe, die durch ein Gericht verhängt wird, macht es keinen Unterschied mehr, auch wenn der Verurteilte reue hat. Wenn der Verurteilte zum Tode verurteilt worden ist und dann vor das Gericht geht und weint und sagt, ich bereue meine Handlung, dann der Talmud, das hilft nicht mehr. Wenn schon das Urteil gesprochen worden ist, so sollte er sein und der Mensch wird verurteilt. Ja? Reue hilft nicht. Im Falle von Bidei Shamayim, wenn es aber in die himmlische Todesstrafe geht, die hilft selbstverständlich die Rückkehr. Ja, also wenn ein Mensch einen Fehler gemacht hat und eigentlich die Todesstrafe von Gott heraus verdient hätte, aber der Mensch bereut, was er gemacht hat, und zu Gott zurückkehrt, wird ihm das verziehen. Jetzt sagt Rav Shlomo Kluger folgende Sache. Sagt, wir sehen bei Pinchas, dass Pinchas keine Legitimation hatte als Vertreter eines Gerichtshofes, den Simri umzubringen. Denn wenn er das wäre, dann dürfte Simri sich nicht rächen, dann dürfte Simri keine Notwehr leisten. Aber weil Simri Notwehr leisten konnte, sehen wir, dass die Legitimation von Pinchas aus einer anderen Quelle stammt. Aus welcher Quelle, sagt Sabina Kluger? Aus der Quelle, dass er eine Art Vertreter Gottes auf Erden wurde. Wir haben gesagt, es gibt das göttliche Urteil von Bidei Shamayim, das himmlische Todesurteil, aber es gibt Fälle, wo sogar Menschen eine Art Vertretung für Gott machen können. Aber trotzdem, weil die Legitimation dieser Vertretung aus sich heraus eine Bidei Shamayim ist, eine himmlische Todesstrafe, und bei himmlischen Todesstrafen ist Reue genug, um die Todesstrafe abzuwenden, durfte Pinchas eine Minute, nachdem sich Simri von seiner Frau getrennt hätte, ihn nicht mehr umbringen. Und vielleicht hat er danach Reue getan. Vielleicht tut es ihm leid. Zum Zeitpunkt des Geschehens, wo er bei der Handlung ist, kann er nicht Reue tun. Man kann keine Sünde machen und bei dem Zeitpunkt selber Reue tun. Das passt nicht zusammen. Ja, da kann man denn, dass jemand, der in das rituelle Taufbad geht, in die Mikwe geht, aber noch die Unreinheit in den Händen hält. Das geht nicht. Man kann nicht die Sünde machen und während der Sünde Reue zeigen. Dann würde man ja keine Sünde machen.
Ja? Aber eigentlich danach hat er es vielleicht bereut. Deswegen hätte ihn Pinchas eigentlich danach umgebracht, dann würde Pinchas der Mörder sein und nicht der Gerechte. Also wir sehen hier, dass Pinchas legitimiert ist, als eine Art Vertretung Gottes zu handeln, aber auch nur zum Zeitpunkt der eigentlichen Sünde. Weil die Tora davon ausgeht, dass der Mensch jede Sekunde Buße machen kann. Jede Sekunde zu Gott zurückkehren kann. Und nicht nur das. Wer hat es gesagt, dass Pinchas hier legitimiert war, Gottes Position einzunehmen? Das ist uns die Geschichte, die später erzählt von Pinchas in Prophetenbüchern. Dass Pinchas war kein Mensch des Krieges, des Zorns. Pinchas hat nicht gehandelt aus seinen tieferen Charaktereigenschaften heraus. Sondern Pinchas war eine Ausnahmeerscheinung, der, wie wir später sehen, aus reinen Absichten herausgehandelt hat. Ich möchte Ihnen noch was verraten. Bestimmt haben einige von Ihnen gehört, dass der Talmud eine Meinung hat, eine Meinung artikuliert, dass Pinchas der Prophet Eliyahu ist. Ja, dass später wo der Tanach von Eliyahu erzählt, erzählt er von der Person Pinchas, die einen anderen Namen bekommen hat. Eliyahu der Prophet. Also ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber Eliyahu ist mit Ausnahme der einzige Prophet. Der Talmud nennt noch andere drei, aber zumindest was in der Schrift vorkommt, ist Eliyahu der einzige Prophet, der niemals gestorben ist. Wie das genau passieren kann, wie ein Mensch niemals sterben kann, das ist, die Antworten sind in der Kabbalah zu suchen. Aber wenn wir in die Prophetenbücher schauen, sehen wir, dass Eliyahu ist in den Himmel gefahren und ist nicht wieder zurückgekommen. In seiner menschlichen Art ist in den Himmel gefahren. Was ich daraus nur herausnehmen möchte, ist, dass Eliyahu eine Ausnahmeerscheinung war. Genauso wie Pinchas eine Ausnahmeerscheinung. Genauso wie die gesamte Geschichte des Pinchas Friedensbundes eine große Ausnahme war. Nicht so wie die Angreifer von Paris. Ja, das heißt, Sie sehen hier, was unsere Gelehrten, was der Talmud mit der Pinchas-Geschichte macht. Der Talmud dreht die Pinchas-Geschichte in eine Ausnahme der Ausnahmen und sagt, um das tun zu müssen, muss es zum Zeitpunkt der Handel passieren, der Sünde passieren. Nicht davor, nicht danach. Und wer darf das tun? Es darf nur jemand tun, der vollkommen ist. Nur wie Pinchas. Und wie viele Menschen sind so vollkommen wie Pinchas? Nur einer in der gesamten jüdischen Geschichte. Nur einer konnte von sich behaupten, ein eiferer für Gott sein. Aber doch nicht tausende und abertausende Menschen in jeder Generation. Also ich glaube, Sie können erkennen, wie weit unsere Weisen die Pinchas-Geschichte zu einer extrem großen Ausnahme machen und wie sie überhaupt nicht zu vergleichen ist mit irgendwelchen Akten, die man im Namen Gottes gibt. Mehr als das möchte ich empfehlen. Pinchas, bemerkt unsere Weisen, war sogar reiner in seiner Absicht als Moses gewesen. Der Talmud erzählt, dass warum Talmud fragt, warum hat Moses das nicht getan? Warum hat Moshe Rabbeinu den Stern genommen und die beiden gestorben? Warum musste das Pinchas tun? Dann merkt der Talmud, dass Moses nicht sicher war, wie rein seine eigenen Absichten waren. Aber Pinchas war das. Ich glaube, Sie können verstehen, dass, was für eine Ausnahme eigentlich diese gesamte Geschichte ist. Andererseits aber, weil unsere Gelehrten so weit nach einer Ausnahme suchen, sehen wir, wie wichtig es für die Gelehrten war, in der Regel zu sagen, sowas darf man nicht machen. In der Regel zu sagen, der Mensch hat ein Recht auf Leben und wenn er was Falsches gemacht hat, dann muss er vor das Gericht gebracht werden. Und dieses Gericht muss investigieren und prüfen, ist er verurteilsfähig oder nicht. Alles andere, Selbstjustiz und so weiter, ist nicht im jüdischen Sinn. Ja, ich glaube, das ist genug bewiesen aus der Pinchas-Stelle. Ich glaube, die Pinchas-Geschichte, jetzt, nachdem wir sie aus dem Blickwinkel unserer Weisen gesehen haben, glaube ich, ist nicht jetzt ein Gegensatz zu dem Ethikverständnis der Tora, sondern ein Beweis für die Ethik der Tora. Ein Beweis, dass
das nur eine Ausnahmeerscheinung eines extrem heiligen Menschen, der wirklich den Schmerz Gottes fühlt, weil er tritt ja anstelle von Gott. Weil diese Entweihung, die hier passiert ist, die muss man ja nachvollziehen können. Und welcher Mensch kann das nachvollziehen? Menschen, meist Menschen an sich, wie viel denken die Menschen an andere mehr als an sich selber? Der Mensch als Definition ist jemand, der sich im Vordergrund sieht und andere erst sekundär erscheinen. Da gibt es Menschen, die, sage ich mal, ausgeglichen sind. Ja, sich über sich denken, aber auch über andere denken. Dann gibt es Menschen, die über andere mehr denken, das ist eher selten, aber über sich immer noch ein bisschen. Aber wie oft finden wir Menschen, die nur über andere denken und nur über Gott denken, über sich so gut wie gar nicht? So gut wie überhaupt nicht. Aber Pinchas war so ein Mensch. Und wir sehen hier, glaube ich, einen Beweis, wie wichtig für die Tora ist, zu sagen, dass für die Allgemeinheit ist die Pinchas-Geschichte überhaupt kein Vorbild und überhaupt keine Geschichte zu nachahmen. Okay, das ist so viel dazu. Jetzt möchte ich einen Schritt tiefer gehen, um das Ethikverständnis und das Rationale in der Tora zu analysieren. Wir haben gesagt, dass unter den Mishpatim, unter den rationalen Gesetzen, gibt es zwei Kategorien. Eine Kategorie, die wir selber eigentlich nachvollziehen können, die wir eigentlich nicht wirklich die Tora brauchen würden, ja, wie Diebstahl, Mord und so weiter. Und dann gibt es Gesetze, für die wir doch die Tora brauchen. Und nachdem wir die Tora lernen und wir Erklärungen unserer Weisen lernen, verstehen wir, was die Tora sagen möchte, aber bevor diesen Erklärungen würden wir nicht ganz nachvollziehen können, was unsere Weisen und was die Tora meint. Aber nachdem wir es gelernt haben, verstehen wir das. Das sind diese zwei Kategorien. Meine Frage, die ich jetzt zu klären habe, ist, warum gibt es diese zwei Kategorien? Warum gibt es Fälle, die wir von vornherein nachvollziehen können und wir wirklich nicht wirklich eine Erklärung dafür brauchen, wie zum Beispiel Mord, solch Mord. Jeder Mensch versteht, jeder normal denkende Mensch versteht, dass genauso wie er ein Recht zum Leben hat und leben gelassen werden möchte, genauso haben andere Menschen das Recht. Also denn, wenn jemand so verurteilt ist oder so, das ist eine andere Frage. Was bedeutet genau ein Todesurteil? Aber im Normalfall, jeder Mensch sieht ein, dass jeder Mensch ein Recht zum Leben hat. Ja? Dafür brauchen wir nicht die Tora. Trotzdem natürlich bemerkt Rav Ovadia Mebar Tzibura, das ist ein Kommentator der Mishnah, dass trotz allem, auch wenn es Gesetze gibt, die wir eigentlich von uns alleine heraus wissen würden, trotz allem erwähnt die Tora sie, um dir zu sagen, dass auch das eine göttliche Quelle ist. Dass die Tatsache, dass wir Menschen rational denken, das an sich ist auch göttlich. Das an sich ist auch nicht einfach so automatisch gegeben, sondern das ist ein Teil unseres Ebenbildes, dass wir das göttliche Ebenbild haben, verstehen wir das. Ein Tier versteht das. Ein Löwe versteht nicht, dass eine Gazelle ein Recht auf Leben hat. Ein Löwe versteht, dass er die Gazelle zu morden hat. Wobei beides auf derselben Stufe Tiere sind. Aber ein Mensch versteht, wenn er ein normaler Mensch ist, dass andere Menschen, also denn, sie haben etwas falsch gemacht, aber ein anderer Mensch im Grunde ein Recht auf Leben hat. Jeder Mensch versteht das. Und trotzdem wird die Tora sagen, dass dieses Verständnis an sich eine göttliche Quelle entstammt. Deswegen erwähnt die Tora dieses. Aber dann gibt es Gesetze, die wir gesagt lernen müssen. Die Frage, die ich aber klären möchte, ist, warum gibt es Gesetze, die wir immer von vornherein verstehen? Und warum gibt es Gesetze, die wir zuerst lernen müssen? Und dazu kommen wir zu, sage ich mal, einer Kernfrage, wenn es darum geht, Ethik und das Rationale in der Tora zu sehen und zu analysieren. Wenn wir einen Menschen aus dem 14. oder 15. Jahrhundert zu uns bringen würden, beziehungsweise wir würden eine Zeitreise in die Vergangenheit machen und ins Mittelalter zurückkehren, bin ich mir sicher, dass das Ethikverständnis von den Menschen des Mittelalters ein anderes Ethikverständnis ist von den Menschen des 21. Jahrhunderts. Genauso auch ein Ethikverständnis eines Menschen der Antike anders ist
also Ethik verständlich eines Menschen begegnet. Ethik und das rationale Denken, ich meine nicht das empirische Denken. Empirische Denken bedeutet also dieses Denken, was wir von Anfang gehört haben. Es gibt eine Art empirische Rationalität. Das wäre, dass der Mensch von vornherein aus seiner Natur heraus Sachen erkennt und als rational anerkennt. Ja, und das ist die, ich meine, nicht Partienabteilung A. Also, dass wir von vornherein schon verstehen können, ohne dass wir eine Erklärung bedürfen. Das ist empirisch, das ist empirisch rational. Aber dann gibt es eine rationale Ebene, eine ethische Ebene, die dynamisch ist. Die sich von Generation zu Generation entwickelt. Ja? Die heute so ist, morgen anders sein wird. Und übermorgen noch anders sein wird. Es ist eine dynamische Entwicklung. Dieses Verständnis der Ethik ist eine dynamische Entwicklung. Die Torah aber ist in ihrem Grunde nicht dynamisch, sondern statisch. Warum ist sie statisch? Der Grund ist, weil Gott über der Zeit ist. Gott an sich ist nicht abhängig von irgendeiner Generation, von irgendeinem Zeitgeist oder Zeitverständnis. Gott ist absolut. Wenn Gott absolut ist, noch die Gesetze seiner Tora absolut. Ich möchte betonen, dass das im Grunde der Fall ist, dass es viele, viele Nuancen gibt, wo ja die Halacha dynamisch ist. Wo ja die Halacha, sich ein Beispiel von den Änderungen in der Welt nimmt. Wo ja das Ethikverständnis auf das Gesetz Einfluss haben kann. Ich gebe das zu und das ist richtig so, aber wenn ich meine, die Kraft der Weisheit ist es zu differenzieren. Die Kraft der Weisheit ist zu sagen, welche Gesetze genau unterliegen diesem Gesetz der Dynamik und welche Gesetze nicht. Das ist übrigens auch ein Problem von einem religiösen Fanatismus einerseits, und von einem fanatischen Reformismus andererseits. Ja, ein religiöser Fanatismus würde sagen, alles natural, statisch, keine Veränderung, wir müssen zurück in die Antike. Das ist übertrieben. Wenn man den Talmud anschaut, sieht man, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Aber auch ein übertriebener Reformismus ist nicht richtig. Wenn man sagt, ach, der Talmud ist eine komplette Neuentdeckung der Gelehrten und das ist alles komplett dynamisch und genauso wie die Geweisen alles verändert haben, genauso haben wir das Recht, alles zu verändern, denn die Torah ist veränderbar, das ist auch eine Art Fanatismus. Ich rede von einer, so wie die Weisheit ist immer besagt, der goldenen Mitte. Die goldene Mitte ist, differenzieren zu können. Welche Gesetze sind ja dynamisch, welche Gesetze sind nicht dynamisch. Aber im Grunde wissen wir, dass Torah-Gesetze in ihrem Grunde statisch sind. Die Torah sagt es selber. Die Torah an zwei Stellen sagt, Gott sagt, nimm von den Gesetzen der Torah nicht weg und füge ihnen nicht hinzu. Diese Aussage an sich beinhaltet schon den Ausgangspunkt, dass die Torah unveränderbar ist, genauso wie Gott unveränderbar ist. Wie gesagt, es gibt Details, die zu besprechen sind, es bedarf jeder Fall, jeder halachische Fall, jeder Fall jüdischen Recht bedarf einer eingehenden Studium. Da sitzen Leute jahrelang in den Yeshivot, und in den Talmud-Hochschulen und studieren, welche Fälle im Jahr veränderbar, welche nicht. Wo nimmt man ja die Zeit in Anspruch für den Zeitgeist, wo nicht und so weiter und so weiter. Das ist jetzt nicht unser Thema. Aber für uns ist erstmal wichtig, dass im Grundgerüst die Torah unveränderbar ist. In seinen Zweig ist es ja. Ich frage mal ein gutes Beispiel dafür zu nehmen. Die Torah wird ja mit einem Baum verglichen. Ein Baum hat zwei besondere Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist, dass der Stamm immer da bleibt. Und die andere Eigenschaft ist, dass die Blätter und die Früchte sich immer erneuern. Genauso wie der Torah. Der Stamm der Torah ist unveränderbar. Unveränderbar. Die Torah ist wie ein Baum, an dem man sich festhält. Das ist ein Baum. Genauso wie der Stamm im Baum unveränderbar ist. Und die Torah unveränderbar. Andererseits aber, wachsen Früchte jedes Jahr aufs Neue. Wachsen Blumen und Bäume und Pflanzen und Blätter jedes Jahr aufs Neue. Ein Baum
Er fällt nicht runter und regt sich auf Bäume. Das ist Ausnahme. Es gibt Palmen und so weiter. Aber im Normalfall, wenn wir einen Baum uns vorstellen, sehen wir den klassischen Baum, der den Winter durchwintert, ohne Blätter, ohne Früchte, und dann im Frühling wieder neue Früchte trägt. Ja? Nur ist die Tomate ein Stamm. Dieser Stamm ist das Fundament, das unveränderbar ist, und die Früchte und die Blätter, die dynamisch sich entwickeln, sag ich mal. Jetzt, dieser unveränderbare Teil der Tora ist zeitunabhängig. Er ist über der Zeit. Er ist unveränderbar. Und in diesem Teil der Tora, diesem Gesetzesteil der Tora, wenn der Ewige uns sagt, dass dies so und so getan werden muss, und wir das dann lernen und auch nachvollziehen können, ja, ist das die Logik Gottes? Oder ist das die Ethik, die Titel des Rationalen Gottes? Also gibt es zwei Ethiken. Es gibt zwei rationale Ansätze. Und das ist wichtig zu verstehen. Es gibt einen rationalen Ansatz, der in uns Menschen empirisch da ist. Es ist ein Teil unseres Selbst. Es ist ein Teil von dem, was uns zu Menschen macht. Dafür bedarf man keines eingehenden Torah-Studiums. Jeder Mensch von alleine als denkender Mensch hat eine Gruppe von Gesetzen, die er weiß, das sind die Moralgesetze eines jeden denkenden Menschen. Also der empirische Zugang. Menschen, Immanuel Kant hat sehr viel darüber geschrieben, was die Empirie des Menschen ist, wie viel die Ethik empirisch beweisbar ist. Ja, wie viel kann der Mensch ein ethisches Verhältnis zu seiner Umwelt aus dem herausschöpfen, wer er ist als Mensch. Das ist eine Gruppe. Dann ist aber eine andere Gruppe, die nicht wirklich menschlich ethisch ist, sondern zeitabhängig ethisch ist. Wenn der Geist der Zeit in eine Richtung weht, der Winterzeit weht in eine Richtung, dann schreien die Menschen, das ist die Ethik unserer Generation. In einer anderen Zeit sagen die Menschen, das ist Ethik unserer Generation. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Fragen Sie einen überzeugten Kommunisten aus den 30er und 40er Jahren, ist für ihn der Kommunismus die Ideologie, die die Menschheit verfolgen hat. Fragen Sie einen ehemaligen Kommunisten heutzutage nach dem Fall, ja, sagen wir einen alten Menschen, der den Fall des Kommunismus miterlebt hat und so weiter, wird er sagen, die Menschen haben sich getäuscht, vielleicht war der Kommunismus doch nicht das Ideale für die Menschen. Das war zum Beispiel mit meinem Großvater der Fall. Mein Großvater war in seiner Jugend ein überzeugter Kommunist, so wie die Großväter vieler Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Aber nach dem Fall der Sowjetunion, alles, woran er in der Jugend geglaubt hat, in seiner Jugend, hat sich als falsch erwiesen. Zeitgeist. Zu einer Zeit ist das richtig, zu anderen Zeit ist das richtig. Aber die Tora in vielen Bereichen möchte sich nicht diesem Zeitgeist unterlegen. Also die Tora absolut nicht. Deswegen sagt die Tora, ich schaffe einen Rahmen, einen ewigen Rahmen. Und dieser ewige Rahmen ist unberechenbar, ist unveränderlich. Genauso wie Gott unveränderlich ist und die Tora unveränderlich ist, dieser Rahmen unveränderlich. Und es ist mir egal, was die Generation sagt, was der Zeitgeist sagt. Wenn Gott diese Ethik definiert hat, ist diese Ethik absolut. Also es gibt zwei Kategorien von Ethik. Und das, sage ich mal, ist ein Stoßstein für viele Menschen. Viele Menschen sind der Ansicht, dass die Tora oder das Judentum und die Religion sollte ein Konstrukt der empirischen Ethik sein. Ja, das heißt, alles, was der Mensch von vornherein anerkennt, als rational anerkennt, aus seiner Natur heraus, das ist wahr. Aber ich frage, wer weiß, dass das, was ich als absolut und wahr anerkenne, dass aus der Empirie herauskommt? Vielleicht ist dieses Ethikverständnis durch die Gesellschaft beeinflusst. Vielleicht, wenn jemand denkt, dass die Beschneidung, die rituelle Beschneidung antiethisch ist, nicht weil er aus seiner Empirie heraus denkt, um das Recht der Kinder, sondern vielleicht denkt er so, weil der Zeitgeist so ist. Inwiefern kann der Mensch
ehrlich zu sich selber sein, um zu sagen, das, was ich als ethisch anerkenne, ist tatsächlich meine empirische menschliche Ethik, die jeder normal denkende Mensch hat. Oder vielleicht bin ich doch beeinflusst von der Gesellschaft. Was die Beschreibung angeht, kann ich mir vorstellen, hat man einen Menschen im mesopotamischen Reich gefragt, wo auch die Muslime herkamen, und was historisch bewiesen ist, dass die Menschen in der Gegend es als der Zeitgeist der Zeit war, sich beschneiden zu lassen. Das war ganz normal. Was auch immer die Gründe dafür waren. Ja? Heutzutage sind die Menschen der Meinung, das ist nicht mehr der Fall. Es geht um das Recht des Kindes. Vielleicht in 50 Jahren werden Menschen noch anders denken. In diesem Bereich des Gesetzes, sagt uns die Tora, können wir nicht dynamische Veränderungen im Zeitgeist zulassen. Gott hat es festgelegt, so sehe ich das als richtig. Das Kind muss beschnitten werden. Warum das Kind beschnitten werden muss, wahrscheinlich mal die göttliche Ethik ist, weil wir haben ja gesagt, auch in diesem Bereich haben wir das Tun und das Hören, wir haben das Gesetz, tun und das, wir müssen es auch verstehen. Ja, glaube ich, dass wir das nächste Mal damit weitermachen werden. Und das bedarf einer Stunde an sich, um zu erklären, was ist das Rationale an der Beschneidung. Aber wichtig für uns war heute nochmal das Grundlegende zu klären. Erstmal, dass Pinchas eine große Ausnahmeerscheinung war und dass von Pinchas wir nicht auf andere Fälle lernen können. Ja, dass Pinchas überhaupt keinen Bezug hat zu dem Normalfall. Und dann haben wir eine sehr wichtige Unterscheidung gelernt zwischen der empirischen Ethik, die der Mensch von vornherein hat, und für die er eigentlich die Tora nicht bräuchte und die Tora nur diese rationalen ethischen Gesetze erwähnt, also die wir eigentlich selber verstehen würden, um uns zu lehren, dass wir auch eine göttliche Quelle entstammen, nämlich den Fakt heraus, dass wir Menschen sind. Dann haben wir gesagt, es ist eine Gruppe von Gesetzen, die wir als rational anerkennen, nachdem wir sie gelernt haben und die aber unveränderbar sind, ja, weil die Tora ewig ist. Hat Gott seine Ethik in diesem Gesetz manifestiert und hat gesagt, so wie ich das jetzt sehe, so muss es auch bleiben. Und dann gibt es eine dritte Art von Gesetzen, die ja dynamisch sind, die ja nicht den Zeitgeist beugen können. Und es liegt am Tora-Gelehrten zu schauen, welches Gesetz in diese drei Kategorien fällt. Welches Gesetz ist das empirische Rationale? Welches Gesetz bedarf meines Studiums, um die göttliche Ethik nachvollziehen zu können. Also, wo muss ich sozusagen meine Augen zumachen und sagen, ich werde tun und dann werde ich hören, aber zuerst werde ich tun und dann hören und Gottes Ethik akzeptieren. Und welche Gesetze sind es, würde ich sagen, nein, der Zeit, das ändert sich, das Gesetz ändert sich. Diese drei Bereiche bedarfen eines Studiums. Und das ist der Grund, warum das Talmud- und Torah-Studium so umfangreich und so kompliziert ist. Ja? Weil das Leben, weil der Mensch, weil die Ethik, in der wir hier reden, so bunt ist und in verschiedenen Fällen, verschiedenen Nuancen hat, bedarf es eines tiefgehenden Studiums, welche Fälle genau dem Zeitgeist unterliegen, welche Fälle genau der empirischen Ethik entstammen und welche Fälle genau einer göttlichen Ethik entstammen und wie genau diese göttliche Ethik nachvollziehbar ist. Und dann legen wir erstmal heute fest, dass das Gesetz der Beschneidung, und darüber werden wir das nächste Mal tiefgehender reden, aus dem Bereich der göttlichen Ethik entstammt. Also Gott sieht die Beschneidung als ethisch an, es ist kein Chok. Es ist kein Gesetz, was Irrationales und Unverständliches. Es hat eine Begründung, warum wir die Jungen beschneiden lassen. Diese Begründung hat auch einen rationalen Kern, aber dieser rationale Kern bedarf eines Studiums, um sich sozusagen in die Ethik Gottes zu vertiefen. Zu verstehen, wie argumentiert Gott an unser jüdisches Volk,
die legitimierte Eingriff in das Geschlechtsleben dieses kleinen Kindes. Ja, es ist ein Geschlechtsleben, weil man wird später das im Geschlechtsbereich ist. Ja, und die Tora nimmt sich das Recht, in diesem Bereich einzugreifen und eine Veränderung zu machen. Die Frage ist, woher nimmt sich die Tora das Recht? Wie rationalisieren wir das? Und warum ist das eine göttliche Idee? Und auch nochmal zum Abschluss des Landes, das ist eigentlich der Grund, warum für viele dieses Gesetz auf Widerstand geht. Weil Menschen, die gegen das Beschneidungsgesetz argumentieren, stammen aus der Gruppe, die der Meinung sind, dass die Tora komplett sich dem Zeitgeist beugen soll. Ja, das ist in der Essenz, und darüber werden wir das nächste Mal noch tiefgehender reden, in der Essenz geht es nicht hier um die Meinungsverschiedenheit, ist Beschneidung ethisch oder ist es nicht. Es geht eigentlich um einen viel größeren Rahmen, um die Meinungsverschiedenheit. Hat Gott irgendeine Autorität, uns irgendwas zu sagen? Oder sind wir Menschen, die bestimmen, was wir tun und lassen wollen? Okay, ich glaube, mit diesen Worten können wir heute abschließen. Und ich übergebe das Wort an Frau Lubinsch. Herzlichen Dank. Wow, das war ein ganz schön aufregendes Thema und sehr, sehr tiefgründig und auf verschiedenen interessanten Aspekten beleuchtet. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Herzlichen Dank, Ravina Baumel. Danke auch an alle Teilnehmer. Ich glaube, wir haben vieles, worüber wir nachdenken können. Bis zum nächsten Mal. Das Selmotchen wünscht Ihnen schon mal einen Shabbat Shalom. Alles Gute, friedliche und schöne Tage. Und falls Sie noch mehr Fragen haben, zum Beispiel an das Thema betreffend, was wir gerade so fantastisch erörtert bekommen haben, wenn Sie jetzt Fragen haben, können Sie gerne jetzt Fragen stellen. Sie können gerne aber auch diese Fragen an uns zuschicken und wir leiten sie weiter. Alles Gute, bis bald. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Auf Wiedersehen. Danke.